Als nächstes habe ich den Nasdaq. Und da kommen ja auch relativ bald Zahlen. Und deswegen habe ich die hier nochmal zusammengefügt. Hier. Dass euch davon vielleicht einen kleinen Screenshot macht. Denn das geht relativ bald los mit Netflix am 23. Januar bis Nvidia 21. Februar. Ich habe extra dazu geschrieben, ohne Obligo, weil das ist jetzt mein Informationssystem, was mir sagt, wann das an diesen Tagen ist oder an welchen Tagen es ist. Das müsst ihr unbedingt überprüfen. Ja, aber so sieht es aus: Netflix, Tesla, Apple, Meta, Microsoft. Und dann geht es dementsprechend weiter. Macht euch, wie gesagt, einen kleinen Screenshot. Der Nasdaq. Ich sage immer wieder: Schaut doch mal, das ist der Monatschart, schaut doch mal auf den Monat drauf. Von dem Corona-Tief. Wo ist denn jetzt hier? Da. Von dem Corona-Tief im März 2020 haben wir eine fulminante Rallye gemacht, sind da hoch und wir haben über einen Zeitraum von 4 Monaten das 61er Retracement verteidigt. Immer mal wieder draufschauen, ihr müsst ja darauf nicht handeln, aber zumindest, dass ihr wisst, wo da die prägnanten Linien sind. Und ich kann das auch einfach so weiterziehen. Wir sind an einem All-Time-High, ja, ähnlich so wie der Dow, beziehungsweise wir waren an einem All-Time-High. Im Dezember. Ähnlich wie der Dow, wobei der noch ein bisschen höher ist. Und da seht ihr auch die Unterstützungsniveaus, die Retracements-Niveaus. Das 38er ist bei 13.122, je nachdem, wie spitz der Bleistift ist. Die 20-Monats-Linie liegt ein bisschen vorher, 13.566. Wenn ich mir das so anschaue, ist das ein Top. Gehen wir runter, wieder ein Top. Es gibt sowas wie eine M-Formation. Ja, rein. Runter, wieder hoch. Tja, und das ist jetzt die Frage, ob sowas wird. Ich kann mir das nicht vorstellen. Da würden wir runterfallen, so in den Bereich von 6.700. Sehe ich jetzt momentan nicht. Was ich aber sehe auf dem Monatschart, ist ein Abflachen des Trendfolgers und einen sehr, sehr hohen Oszillator. Mag sein, dass der noch ein bisschen hier hoch geht, aber der ist irgendwo in der Endzone. Nennen wir es mal so. Gucken wir mal. Ich nehme die jetzt mal hier raus. Schauen wir mal auf die Woche. Hier ist die Woche. Und da war seht was mir gar nicht gefällt. Ja? Auch wenn der hier jetzt wieder falsch ist. Wir kippen hier ab. Wir bekommen ein Verkaufssignal über den Oszillator. Wir waren am oberen Band, kommen ein bisschen runter. Ich sehe da einfach nicht mehr so viel Potenzial. So möchte ich es mal formulieren. Ich habe hier deutlich mehr Risiko als Potenzial. Das Risiko erachte ich bis maximal 14.025 in den nächsten 8 Wochen. Das wäre viel, das wären über 2.000 Punkte. Tja, da muss es schon irgendeine bedeutsame Nachricht geben, sagen wir es mal so. Aber mir sagt es zumindest, ich gehe jetzt auch mal nochmal hier rüber wegen des Doppeltops, das Potenzial scheint mir doch erheblich eingeengt zu sein. Auch auf Wochensicht vor dem Hintergrund von diesen beiden Indikatoren. Dann gucken wir mal auf den Tag. Da sieht es ein bisschen anders aus. Ihr seht also, wie dramatisch das schon nach unten gefallen ist. Wenn ich den Tag so anschaue, sind wir weiterhin oder noch negativ über den Trendfolger. Wir sind im extremen Verkaufsbereich vom Oszillator. Wir handeln unter der 20-Tage-Linie und zwar den ersten, zweiten, dritten Tag in Folge. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der nochmal hier hochgeht, das nochmal rausnimmt, dieses Hoch. 17.000, vielleicht auch eine 17.12, so ähnlich wie der DAX. Aber auch hier, in dem Moment, in dem er dieses Niveau bricht, bei 15.685, habe ich weiterhin mehr Risiko als Potenzial. Da gibt es so eine 200-Tage-Linie davor, da gucken die ganz gern drauf, siehe hier. Ja, aber alles andere als vertrauensselig. Ich mag das hier nicht, ich will den nicht haben, aber es ist für mich im Moment zu spät, um Puts zu kaufen. Das hatten wir bei verschiedenen Werten, die ich zwischen den Jahren oder während oder nach Weihnachten gesagt habe. Nvidia und wie sie alle hießen, ja, da gab es also schon ein paar Verkaufssignale. Bin ich nicht der Meinung, dass das hier irgendwie mich einlädt zu sagen, so belei die Hütte und geh long. Überhaupt nicht. Ich bleibe sehr skeptisch
und schaut euch bitte die Daten nochmal an, ob da irgendein Wert von euch betroffen ist. Und hier haben wir als letzten den Standpur. Auf den ersten Blick sieht er gar nicht so viel anders aus als der Nasdaq oder der Dow. Wir haben hier die auf jeden Fall Gefahr eines Doppeltops. Hier oben Bereich 4843. Einmal hoch, runter, nochmal hoch. Das ist schon erstaunlich und das ist für mich sehr, ich möchte nicht sagen wegweisend, aber das ist gefährlich oder gefährdet. Hier auch mal kurz die Fibos gezogen von dem Corona-Tief, da sind wir auf das 50er gefallen. Aber wirklich fast punktgenau, 3525. Und das hier genauso ist auf jeden Fall eine Unterstützung und eins kurz davor sind die 3840. 20-Monats-Linie liegt auch noch davor bei 4187. Wir gelten noch als positiv für den Trendfolger und auch weiterhin ohne Verkaufssignal oder Anzeichen einer Schwäche über den Oszillator. Soweit in Ordnung, aber dieses Doppeltop, das steht im Raum. Ja? Zack, zack. Gucken wir mal auf die Woche. Die Woche fällt ebenfalls über den Trendfolger ab. Es wird weicher, nennen wir es mal so. Ich habe noch kein Verkaufssignal über den Oszillator. Wir haben eine sehr, sehr starke Bewegung gehabt hier vom Ende Oktober. Von 4105 hoch bis, wo war der höchste Punkt? 4802. Ja, hier ist wieder das Doppeltop, von dem ich immer spreche. Das heißt, er hat sein Potenzial im Moment maximal ausgeschöpft. Es mag durchaus sein, dass er nochmal darüber geht. Wir haben dann hier das Band und einen Inverted Umbrella Doji. Das heißt, mit Überbieten von 4.795 hat er nochmal Platz. Aber dieses beide hier, einmal, zweimal, das macht mich doch ein bisschen skeptisch. Nee, also bin ich jetzt nicht so begeistert. Gucken wir mal auf den Tag als letzten. Ähnlich wie im Nasdaq. Baut diese gesamte Bewegung in einer relativ kurzen, noch nicht mal, jetzt lege ich mal die Fibos an, noch nicht mal dramatischen Bewegung baut er die ab. Gucken wir mal hier nach dem 23er. Das hat er auch noch nicht berührt. Da hat er auch noch Platz. Das 23er verbindet sich in etwa hier mit diesem kleinen Zwischentop, was wir hatten vom 1.12. Das ist bei 4.607. Ja, es gilt als tief und ja, es ist hier negativ, aber der hat sich jetzt schon hier deutlich abgebaut. Das untere Bollinger Band ist ein bisschen am Steigen, liegt momentan ganz knapp unter 4.600. Auch hier, sowohl für Nasdaq als auch Standpur, aber auch für den Dow Jones, muss ich sagen, ich muss mich hier nicht beeilen, irgendwie meine Sparpläne sofort zu erfüllen. Ich kann damit warten, ich rechne damit, dass wir vielleicht noch ein bisschen hier hochgehen könnten, aber dass wir eher diesen Bereich hier suchen, so um die 4.400 rum. So wie ist das nicht, das sind 400 Punkte, aber sind natürlich im Standpur 10%. All das, jetzt mal resümierend auf auch die anderen vorangegangenen Filme, macht mich vermuten, dass wir hier ein eher leichteres erstes Vierteljahr sehen. So, das war's damit. Ich wünsche euch was, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.